hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show von der Alpha 3.17.2. Ich bin gerade hier bei einem der neuen Colonial Outposts, hatte hier eine Quest, so eine Retrieval-OP, ihr seht so oben, ne, wo man so ein Päckchen holen muss. Und wir hatten das große Glück, dass wir endlich mal ein KI-Dropschiff sehen konnten und genau darum soll es heute auch gehen. Denn CNG hat ja das planetarische Navmesh in die Alpha 3.17.2 endlich eingefügt, das heißt also NPCs können sich, ich betone, können, nicht zwingend müssen sich, auf den Oberflächen der Planeten zurechtfinden. Und sie haben auch diese KI-Navigation hinzugefügt. Das heißt also, es ist möglich, dass ja entsprechend Raumschiff, also NPC-Raumschiffe herumfliegen können und dass sie auf dem Boden eine sichere Umgebung zum Landen finden können. Dann können sie landen und entsprechend auch Truppen absetzen. Also das ist diese KI-Dropschiff-Geschichte, die wird uns auch in Zukunft noch wesentlich häufiger begegnen. Aktuell ist es extrem schwierig, überhaupt mal in diese Lage zu kommen, dass man das Ganze sieht. Ihr werdet es hier gleich sehen. Gleich kommt es nämlich. Und deswegen, ich muss jetzt auch aus dieser Aufnahme hernehmen. Ich hätte gerne noch eine andere. Ich habe noch ein paar andere vorbereitet. Die kommen auch gleich noch hier hinten dran, aber ohne KI-Dropschiff leider alles. Denn es ist momentan leider irgendwie verbuggt oder so. Ich weiß es nicht genau. Es kommt fast nie dazu. Es ist extrem selten. So ein bisschen wie so eine Sternschnuppe. Die sitzt hier auch nicht alle Tage. Und da seht ihr es. Da kommt eine Cutlass Black und ich dachte erst, es wären irgendwelche anderen Spieler oder so. Aber das ist sich ein NPC, ein KI-Dropschiff. Das heißt also, offenbar hat dieser Posten hier um Hilfe gerufen oder keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Es ist auf jeden Fall nicht an die Quest gebunden. Ich habe schon mehrere Berichte gehört, dass durchaus diese NPC-Dropschiffe auch kommen, wenn du gar keine Quest hast und einfach nur da vor Ort bist, dass die auch dann kommen, wenn niemand dort ist. Ja, das ist alles so ein bisschen so eine Sache. Wenn ich es richtig verstanden habe, das betone ich, ihr könnt mich gerne verbessern in den Kommentaren, da ist der Plan eigentlich der, dass es keinen Respawn geben soll bei diesen Colonial Outposts, sondern dass hin und wieder Dropschiffe von sich aus landen und Truppen absetzen. Und es ist geplant, wenn man diese Truppen angreift, dann sollten die auch eigentlich um Hilfe funken, intern, und dann ein Dropschiff, ein weiteres Dropschiff quasi ranholen, was nochmal weitere Truppen absetzt. Aber das kann man aktuell, wie gesagt, unheimlich schwer testen. Ihr seht, es ist gelandet, hinten die Klappe ist offen, da ist sogar ein NPC, der schon rausgelaufen ist tatsächlich. Also auch das klappt schon. Ihr seht, die KI ist natürlich wie immer absoluter Müll und macht nichts. Aber immerhin, es ist einer rausgelaufen. Wenn man ihnen jetzt Zeit geben würde, könnte es also gut sein, dass dann tatsächlich diese zum Posten hinlaufen und dann dort rumstehen und das Dropschiff auch irgendwann wieder abhebt. Leider war das nicht möglich, hier groß zu testen. Ich werde auch gleich noch sehen, warum. Generell, ich weiß noch nicht, ob ich für klauen kann. Werde auch gleich noch sehen, warum ich das nicht weiß. Ich gehe aber eigentlich davon aus, warum sollte man sie nicht klauen können? Ne? Sie sind ja normal besetzt mit NPCs. Und ja gut, es kann sein, dass es vielleicht auch einfach deaktiviert ist, aber spricht da eigentlich nichts dagegen. Also durchaus auch eine praktische Variante, um vielleicht später sich mal Schiffe zu organisieren, um von A nach B zu kommen, wenn das eigene Schiff verloren gegangen ist, beispielsweise. Ne? Vielleicht kann man da auch irgendwie anlocken oder so. Es ist generell die Frage, wozu man dieses Feature noch weiter ausbaut. Es ist auf jeden Fall ein extrem wichtiges Feature für Star Citizen, weil man natürlich so etwas Wunderbares hinbekommt. Nämlich man lässt nicht einfach KI-NPCs auf dem Boden spawnen, aus dem Nichts heraus, aus irgendwelchen blöden Fahrstühlen. Sondern man lässt sie irgendwo weiter weg spawnen in einem Raumschiff und bringt sie dann quasi an den eigentlichen Ort des Geschehens. Und ihr seht, die halten auch einiges aus, die wehren sich halt nicht, ne? Die sind halt, naja, ist halt die Stars, ist ein KI. Aber ist auf jeden Fall ziemlich cool. Der rechts, der hat so einen komischen Sitz da, ich weiß nicht, der hängt da irgendwie fest. Den kann man auch nicht töten, der ist einfach mit dem Schiff verwachsen. Wie bei Fluch der Karibik, der eine Typ da, wie das Schiff wachsen ist. Ja, und gleich seht ihr hier, was das Problem noch war. Ich hätte gerne noch weiter hier gemacht, aber leider passierte dann Folgendes. Genau das. Ein Crash to Desktop, der leider das Ganze dann hier beendet hat. Ich habe mich noch auf die Lauer gelegt bei anderen Colonial Outposts, um das Ganze nochmal zu, ja, noch ein weiteres Mal zu versuchen. Diese Aufnahmen, die gebe ich euch jetzt hier in Form von ein bisschen Timelapse und ich würde gerne noch ein bisschen mit euch über diese Dropschiffe einfach sprechen und werden natürlich gucken, dass wir sie in Zukunft noch häufiger zu Gesicht bekommen und auch irgendwie vielleicht mal triggern können oder keine Ahnung wie. Also, wie gesagt, die Idee ist halt die Sache mit diesen Respawn und auch, dass man generell in der Lage ist, Bodentruppen von NPCs platzieren zu können. Wir wollen ja später in Star Citizen, darüber haben wir schon mal gesprochen, eine möglichst lebendige Spielwelt haben. Das heißt, wir wollen also auch sehr, sehr lebendige KIs haben. Wir wollen 90% aller Einheiten, aller Entitäten quasi im Spiel sollen ja NPCs sein. Und natürlich müssen die dann auch in der Lage sein, das Gleiche zu machen,
was auch wir Spieler letztendlich tun. Und insofern macht es auch durchaus Sinn, dass sie hier mal ein bisschen Gas geben, und das tun sie. Also das ist wirklich großartig. Es ist natürlich, wie gesagt, so ein bisschen problematisch, dass die KI noch immer nach über 4 Jahren Entwicklungszeit und mehr sich quasi genauso müllig verhält wie eh und je, nicht reagiert, nichts tut, ja, aber auf der anderen Seite, wir wissen ja, dass es nicht zwingend an der KI selber liegt, es liegt vor allem am Server, dass der Server viel zu langsam ist und die Information, zum Beispiel, dass wir da sind, viel zu spät an die KI weitergeben kann, weil er halt völlig überlastet ist. Ich gehe also durchaus davon aus, dass wir das so ein bisschen als eine Art Testballon sehen können. Wenn dann in Zukunft durch Server-Meshing, durch Entity-Graph oder was weiß ich was, die Server entlastet werden und mehr Frames haben, also eine höhere Herzzahl haben, um auch Daten und Informationen von A nach B zu schicken und zurück und so weiter, dann dürfte die KI davon massiv profitieren. Und dann könnten diese NPC-Gegner tatsächlich auch eine echte Gefahr sein. Ich mache mal ein kurzes Beispiel dazu. Es ist durchaus denkbar, wenn wir also irgendwo sind, das muss ja kein Colonial Outpost sein, das kann ja sonst wo sein, bei einem Bunker oder sonst wo, dann kommen halt ein oder sogar mehrere Cutlass Steels an oder Valkyries oder andere Dropschiffe eben, voll besetzt mit NPCs, mit Geschütztürmen und so weiter, und ja, greifen direkt an. Also aus der Luft heraus greifen die uns als Spieler an, versuchen da schon mal so ein bisschen was zu killen, landen dann irgendwann, setzen ihre Truppen ab, die stürmen dann rein in einer gewissen Formation, also ein Squad quasi, so ein Sturmkommando, und machen uns damit das Leben umso schwerer. Und das ist ja das, wo es hingehen soll, ne? Also man muss halt immer, das ist immer so bei Stasis, man muss immer das ein bisschen als eine Blaupause für später sehen. Es wäre natürlich schön, wenn es jetzt schon soweit wäre, natürlich, ganz klar, aber es entwickelt sich, also Step by Step. Ich meine, das ist das erste Mal überhaupt in der Geschichte von Stasis, dass NPCs gemeinsam in einem Schiff, ja, runterfliegen, landen, Truppen absetzen, theoretisch jedenfalls. Wir haben ja gesehen, einer ist ja rausgekommen. Und dann irgendwas tun. Und das kann man entsprechend weiterbauen. Und vor allem ist es halt ein systemisches Tool. Das heißt, es ist nicht an eine einzige Location gebunden. Es ist eben nicht geskriptet. Das heißt, es gibt keinen Timer. Von wegen, die Quest wurde angenommen, dann geht ein Timer los, 5 Minuten, dann kommen die NPCs. So ist es nicht. Sondern es ist eben ein dynamisches System, was diese NPCs generiert. Was in, quasi eine Art Refresh macht von neuen NPCs. Außerdem, die Location, wo sie landen, ist ebenfalls nicht geskriptet. Also sie können sich auf der Oberfläche quasi frei zurechtfinden. Was auch wichtig ist, denn wenn unser Raumschiff zufälligerweise auf der theoretisch geskripteten Location steht, ja, dann können sie ja dort nicht mehr landen. Dann würden sie ja alles wegrammen. Das heißt, die sehen sozusagen, Anführungsstrichen, wo ist ein Hindernis, wo kann man hier landen, finden den besten, passenden und nächsten Slot aus und landen dort, und entsprechend können sie dann damit interagieren, ihre Truppen absetzen und so weiter. Und das lässt sich dann automatisch eben auch auf alle anderen Locations ausweiten, weil es ja eben nicht geskriptet ist, sondern weil es dynamisch ist, weil es generisch ist und weil die KI dadurch in der Lage ist, das überall zu tun. Das heißt, das ist jetzt, wie gesagt, der erste Schritt in diese Richtung und wird sich dann vermutlich in den nächsten Patches weiter ausbauen. Es wäre natürlich schön, wenn sie daran gedacht hätten, das noch ein bisschen häufiger zu machen, aber werden wir sehen, es kommt bestimmt jetzt demnächst nochmal der ein oder andere, ja, PTU-Patch, wo sie das Ganze noch ein bisschen ausbauen können. Ich wollte diese Gelegenheit mal nutzen und euch davon berichten, euch ein bisschen was davon zeigen, was ich eben habe. Mehr habe ich halt aktuell nicht, und ich habe wirklich Stunden und Stunden und Stunden hier gecampt. Ihr seht das, ja, das ist alles hier getimelapsed mit einem Faktor 1000, ja. Und es kam halt nie ein Dropschiff. Es ist extrem selten. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mal eure Sicht dazu in die Kommentare schreibt. Ich bleib auf jeden Fall dran. Wir werden auch im Stream immer wieder versuchen, dass wir eins anlocken können, sozusagen. Man kann es halt nicht wirklich planen. Ja, und ihr könnt ja eure Erfahrungen mit Dropschiffen mal in die Kommentare schreiben. Ist es euch gelungen, eins zu boarden? Konntet ihr es klauen? Kam die KI vielleicht wirklich mal rausgestürmt? Und. Wo ist euch das Ganze so begegnet? Schreibt's mal rein. Danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns heute Abend zu einem sehr interessanten Stream. Denn heute werden wir um 18 Uhr loslegen auf Twitch mit einem wirklich großen News-Update. Es gibt heute den zweiten Part vom Alpha 3.17.2 Patchwatch, und wir haben das Roadmap-Update, die News der Woche und noch vieles, vieles mehr. Und vielleicht wird heute auch endlich angekündigt, ob und was für ein neues Vehikel wir in diesem neuen Patch bekommen werden. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ciao. 65 degrees, last time I asked, I was down on my knees, to
last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?